War das letzte TSB-Video das letzte TSB-Video überhaupt? Das werdet ihr gleich erfahren. Hey, hey Leute, mein Name ist Lina und willkommen zu Fragen und Antworten. Au, Fragen und Antworten. Jo, jetzt werden ein paar Fragen geklärt, die ihr mir so gestellt habt. Und die erste Frage lautet... Du bekommst dein Überraschungsei. Du öffnest es. Natürlich isst du zuerst die Schokolade. Du kennst mich zu gut. Und siehst dort 1 Million Euro. Erstens, was wäre deine Reaktion? Zweitens, wofür würdest du es ausgeben? Meine Frage dazu wäre, wie groß müsste denn das Ei überhaupt sein, damit 1 Million Euro reinpassen? Selbst wenn es 500-Euro-Scheine sind. Das heißt, 2500-Euro-Scheine müssten in so ein Ei reinpassen. Ich liebe zwar Schokolade, aber so ein Ei wäre selbst mir zu groß. Obwohl... Her damit! So viel zu meiner Reaktion. Und wofür ich das ganze Geld ausgeben würde, für weitere Schokoladeneier. Und dann würde ich all diese Schokoladeneier schmelzen lassen und ein riesengroßes Schokoladenei machen und dort drinnen leben. Nice, nicht wahr? Zweite Frage. Jenny Unbekannt fragt, was würdest du machen, wenn du in einen beliebigen Zeitabschnitt zurückreisen könntest für einen Tag und alles machen kannst, was du willst, ohne die Geschichte zu beeinflussen? Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, was ich machen würde. Ich würde in die Filmindustrie des alten Hollywoods reisen, heimlich zu den Dreharbeiten meiner Lieblingsfilme schleichen und irgendwo im Hintergrund stehen. In solchen Filmen wie Der Pate, Breakfast at Tiffany's, Titanic, Jurassic Park und selbstverständlich Pretty Woman. Pretty Woman. Walking down the street, pretty woman. Ach, Träume, Träume, diese Träume. Mia Walter sagt, Vorsicht, hinter dir ist der Game Master. Wo? Rebecca Bing? Nein. Oh, sorry, falsche Wohnung erwischt. Tut mir leid. Okay. The next question. Alessi alles fragt, heißt du Lina oder bist du einfach nur ein Russe, der in Deutschland Wodka handeln will und in Wirklichkeit Cabanossi heißt? Genau, mein Name ist Wladimir Cabanossi und wir handeln mit meinem Bruder Dimitri Salaminski mit Wodka in Deutschland. Mist, habe meine Schuss Cabanossi vergessen. Glück gehabt. Es ist eine Wurstsorte. Wieso sollte ich den Namen einer Wurstsorte haben? Aber jetzt wirklich, wie kommst du auf diese Frage? Wieso Cabanossi? Wieso sollte ich mit Wodka in Deutschland handeln? Are you serious? Paul the Bread fragt, was passiert eigentlich, wenn Dima etwas Intelligentes sagt? Ich weiß es selber nicht. Falls es dazu kommt, dann sage ich dir Bescheid. Pass mal auf, Lina. A² plus B² ist gleich M hoch Kreis mal 2. F. Ich raste aus. Nächste Frage. Lot3630 sagt, ich wette, du schaffst es nicht, ein deutsches Wort zu finden, welches sich auf Orange reimt. Banange! Ja, so ein Wort existiert. Tatsächlich. Vielleicht kennt ihr es nicht, aber ihr müsst auch nicht googeln. Glaubt mir einfach. Das Wort ist nur für Auserwählte. Aus vertrauenswürdigen Quellen. Glaubt mir wirklich. Und was bedeutet das? Hä? Ich meine, was das bedeutet. Ich verstehe dich nicht. Was Banange heißt. Ich kann dich nicht hören. Banange, was ist das? Was? So einfach geht das. Ein Lifehack für die Schule. Anni Loll fragt, hast du Insta? Oh ja, das habe ich. Mit diesem göttlichen, herrlichen Tanz möchte ich euch alle herzlich auf meinen Instagram-Account einladen. Ihr fragt mich oft, was ich so außerhalb von YouTube mache. Und hier könnt ihr die Antwort darauf finden. Ihr werdet es nicht bereuen. Lina Love You fragt, lieber schlau sein oder dumm? Also ich würde lieber schlau sein und in manchen Situationen, wenn es mir am besten passt, so tun, als ob ich dumm wäre. Das ist schlau. Oder ist es dumm? Nein, das ist schlau. Ich bin verwirrt. Fine Streipert fragt, hat Dima eigentlich einen eigenen Kanal? Wenn nein, würde er einen machen? Dima, würdest du einen machen? Ich weiß nicht. Also Dima hat auf jeden Fall jetzt noch keinen eigenen Kanal. Aber es gibt einen zweiten Kanal, auf dem wir zusätzlich noch ab und zu was rausstellen. So viel zu deiner Frage und wir kommen zu der nächsten. Sweetmaus HD fragt, darf ich das Video beginnen? Oh, Sweetmausi, meine Liebe, du bist ein bisschen zu spät, aber nun gut, mach das. Na, los. Little Lovegood fragt, wer sind deine Lieblings-YouTuber? Erstens, ich mag den Namen Lüdl. Und zweitens, natürlich... T-Series! Werden sonst... Nein, natürlich ist das nur Spaß. PewDiePie ist Number One. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe Schule, ich habe zusätzliche Hobbys und YouTube. Und ich finde nicht so viel Zeit, um selbst YouTube zu schauen. Also, ich habe nicht wirklich einen Lieblings-YouTuber. Nächste Frage... Patrick Will fragt, was ist dein Lieblingsvideo auf deinem eigenen Kanal? Ich glaube, das ist das Sprachenvideo. Erstens hatte ich
viel Spaß, das zu drehen und zweitens ist es richtig, richtig gut angekommen. Cabeza, hombro, joyupe. Würdet ihr gerne noch einen zweiten Teil davon sehen? Also ich persönlich hätte sehr Bock auf einen zweiten Teil. Wenn ja, dann schreibt mir unten in die Kommentare, in welchen Sprachen ich mich testen soll. Tete Dröge fragt, wann kommt dein neues TSB? Ich liebe deine Videos. Also erstmal Dankeschön, das freut mich wirklich, wirklich sehr. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ist es überhaupt möglich, dass dieses Video, dieses TSB-Video, 100.000 Likes erreicht? Ich bin nur ein großer Träumer, doch ich weiß, es kommt der Tag. Wenn dieses Video 100.000 Likes erreicht, dann kommt sofort ein neues TSB-Video. Versprochen. Vielleicht sogar zu dem Thema Schule. Aber ich weiß noch nicht. Übrigens, das letzte TSB-Video befindet sich unten in der Beschreibung. Also schaut es euch an, liked es aktiv und teilt es mit euren Freunden. Mr. Clan fragt, warum bist du so hyperaktiv? Ich weiß nicht, was du meinst. Was meinst du? Hä? Was meinst du? Ich weiß nicht, was du meinst. Hä? Hat es gerade Spaß gemacht. Nein, ich bin nicht hyperaktiv. Du hast mich einfach noch nicht in der hyperaktiven Version gesehen. Das will keiner sehen. Nein. Alice Jones fragt, kannst du die heilige Sprache der Quietscherentchen sprechen? Woher weißt du das? Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Matteo, verstehst du, was sie da quietscht? Nee. Ich auch nicht. Die ist irgendwie blöd. Okay. Dark Princess HD fragt, würdest du eher eine Charaktereigenschaft oder etwas an deinem Aussehen ändern wollen? Und was? Nö. Ich bin nicht perfekt, aber ich bin perfekt, so wie ich bin. I am the one, the one. Immer wenn ich diesen Move mache, dann fühle ich mich wie dieser Rentner, der versucht hat zu rappen. Well, I wrote this song for the Christian youth. I wanna teach kids the Christian truth. Schneid das raus. Das ist schrecklich. Okay, Leute, das war's für heute. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn es so ist, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Außerdem Glöckchen aktivieren und diesen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn nicht, dann Schande. Nein, ich hab euch lieb. Und sonst eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.